Grüße euch, liebe Leute. Kann weitergehen hier bei Workers and Resources. Ihr könnt schon sehen, ich habe ein wenig Geld investiert. Wir haben jetzt zwei neue Wohnhäuser. Gut, aktuell sind die noch nicht so, ne? 34 Leute wohnen hier und hier wohnen drei. Kann nur mehr werden. Und zwar habe ich noch so ein paar Sachen vor, vielleicht. Wir haben so ein bisschen Probleme auch mit diesem Einkaufszentrum. Ich weiß nicht genau, woran das immer so liegt. Das machen wir aber nicht in dieser Folge, sondern... Wow, wo kommen die ganzen Menschen her? Was ist denn hier los? Wahnsinn. Wir haben so ein bisschen Probleme mit Einkaufszentrum, mit denen hier auf jeden Fall. Also es ist immer so voll hier. Vielleicht machen wir es zur nächsten Folge. Und zwar habe ich vor, diese drei Gebäude ja abzureißen und dann mal in so einem großen Einkaufszentrum, da hätte ich mal mega Bock drauf, würde, glaube ich, wenn wir das abreißen, würde das hier hinpassen. Ja, und das, ich glaube, das machen wir auch. Wir reißen das ab und ich hoffe, dass das wird irgendwie ein bisschen besser. Ich finde auch in diesem Einkaufszentrum, dieses interne Lager, das ist auch ziemlich groß, ne? Finde ich ganz cool. Machen wir. Wir reißen hinter das hier ab und setzen einfach das hin. Wobei ich nicht so ganz glücklich bin mit dem Anschluss der, also für den Anschluss für so ein Warenhaus vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob wir da noch ein Warenhaus dran bauen sollten oder nicht. Und ich habe eigentlich noch vor, die Kneipe zu bauen. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe viel Geld an der Hand genommen. Und jetzt haben wir erstmal diese beiden Wohnhäuser gebaut. Und habe ich, genau, in der letzten Folge hatten wir auch noch diese Ölraffinerie gebaut, ne? Läuft eigentlich ganz gut, ne? Soweit. Wir machen auf jeden Fall mega viel Kohle. So. Ich habe uns Strom hier rüber geholt. Ja, ich habe uns jetzt hier so einen Leistungstransformator nochmal hingebaut. Und zwar, genau hier. Ein Eisenbahnbauamt habe ich uns ja, hinbauen lassen. Und nochmal so eine Zugtankstelle, die wir dann auch nochmal beliefern sollten. Können wir ja machen. Wir stellen ja mittlerweile unseren eigenen Treibstoff her. Und ja, in der letzten Folge ist auch von Pepis Welt ein Kommentar reingekommen. Und zwar, ja, das ist richtig. Also es ist richtig, wir mittlerweile ist es so, dass wir unseren eigenen Treibstoff herstellen, den aber sofort verbimmeln hier im Zollhaus. Also wir stellen ihn daher und verkaufen ihn direkt hier auch, ne? Hier haben wir ja so ein Verteilungsbüro, was die ganzen Tankstellen und die ganzen Betriebe beliefert mit Treibstoff, was halt Treibstoff benötigt, ne? Dieses Verteilungsbüro kauft aber aktuell noch hier vom großen Zollhaus Treibstoff. Wir sollten normalerweise, sollten wir sagen, dass wir unseren eigenen Treibstoff dann verteilen. Das können wir ja auch noch machen. Ja, wir müssen, wie gesagt, ich will da noch gucken, dass wir Treibstoff irgendwo einlagern. Also ich muss das alles ein bisschen anders organisieren. Ne? Jetzt ist es ja aktuell so, dass wir hier so ein Tanklager haben, ne? Wo wir Bitumen zwischenlagern könnten. Normalerweise möchte ich noch so ein Tanklager haben, extra für Treibstoff. Und dann mit so einem Verteilungsbüro das so einstellen, dass das... ja, wie soll ich sagen? Also ich möchte gerne ein Verteilungsbüro hinterher haben, was den ganzen Treibstoff an den jeweiligen Tankstellen und so weiter verteilt. Und der Überschuss soll verkauft werden. So ist der Plan. Da werden wir uns... Aber wir werden das erstmal diese Folge so weiterlaufen lassen. Vielleicht auch noch die nächste Folge mal gucken. Ich möchte mich jetzt erstmal so ein bisschen in dieser Folge mit... Ja, mit Eisenbahn ein bisschen beschäftigen. Ich habe da gerade mega Bock drauf.
Achso, apropos Eisenbahn, ich habe jetzt einmal kurz umgestellt. In der Parteizentrale werden wir diesen Zugverteilungsbüro, das forschen wir gerade, das ist bei 36%. Es läuft schon so ein bisschen. Ich möchte nämlich auch mit Zugverteilungsbüro dann hinterher arbeiten. Genau, und in der Technischen Universität forschen wir gerade diese Geologie. Mal gucken. Ne? Schaffe einen Fachbereich für Geologie, um mehr über Materialien und so weiter halt, ne, zu erfahren. Das machen wir gerade aktuell. So, jetzt haben wir eine Tankstelle, die müssen wir beliefern mit Treibstoff hinterher. Müssen wir jetzt zwingend nicht machen. Wir müssen nämlich jetzt erstmal gucken, dass wir unsere ganzen... unsere ganzen Schienen bauen. Ich weiß noch nicht, ob wir so da richtig hier sind. Also ob ich das alles so richtig geplant habe. Ich möchte hinterher mit Zügen oder mit einem Zug möchte ich hinterher in diese Ölraffinerie quasi Sachen abholen lassen. Jetzt will ich mal gerade gucken, geht das überhaupt für Fracht? Flüssiggüter. So, hier gibt es Sachen. Was ist das denn hier? Länge der Station 39 Meter. Das ist wahrscheinlich zu klein, ne? Oh ja. Hat ein Gleis. Was ist das hier? 119. Okay, das ist der... Oha, der ist... Das ist sehr groß. Also das ist halt... Ah, okay. Das hat vier Gleise. Ich weiß nicht. Was ist denn das Mittelding? 49 Meter. Sind die sicher, dass es 49 Meter sind? Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich das vor. Vielleicht nehmen wir sogar das große Ding in hier. Mit 79 Tonnen Stahl. Okay, das ist sehr teuer. Das Ding hat nur 19 Tonnen Stahl. Bedeutend weniger, aber da können wir halt auch nur kleinere Züge anfahren lassen hier. Was wahrscheinlich sogar auch reichen würde, wahrscheinlich, ja. Also in Zukunft werden wir hier mit Zügen hinfahren und unser Treibstoff... hier abholen halt, ne? Was können wir denn noch? Genau, dieses Bitumen können wir halt auch mit Zügen fahren, ne? Dann fahren wir hier mit dem Zug hin und dann soll der Zug hinterher den Überschuss quasi am Zollhaus verbimmeln oder so. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich habe auch hinterher vor, dass wir, klar, mit diesem Frachtbahnhof, was ich auch schon verbunden habe mit unserem Warenhaus und mit unserer Fleischlagerung. Oha, warum ist hier kein Fleisch? Stell mir gerade... Was ist mit dem Fleisch? Funktioniert das noch? Ja, es wird noch Fleisch hergestellt, ne? Ja, alles gut, okay. Also aktuell ist es ja so, dass wir den Überschuss quasi mit LKWs zum Zollhaus fahren, ne? Aber das möchte ich wiederum ändern, hinterher, dass ein Zug sich um diese Sachen kümmert. So, dass wir einige LKWs von der Straße kriegen. Das wäre eigentlich ein Träumchen. Ja. So, jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir die Gleise bauen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon mal gemacht. Ich bin nicht der Erfahrenste da drin, das muss ich zugeben. Aber ich habe mega Bock drauf. So, wir haben uns ja entschieden... Jetzt können wir gar nicht gucken, ne? Auf jeden Fall sind das... Hä? Wo können wir denn gucken, was für Gleise wir hier geplant haben? Wenn ich jetzt hier so draufklicke, unfertige Eisenbahn, nur das steht dabei, ne? Wir können jetzt nicht sagen, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind jetzt Holzgleise, die sind natürlich am günstigsten, ne? Aber darauf können wir auch nur maximale Geschwindigkeit von 70 km/h bekommen. Wir haben uns ja für Betongleise, ne, entschieden. Jetzt will ich mal kurz was gucken. So, Betongleise. Ja, okay. Betongleise brauchen keine... Braucht kein Beton. Braucht nur Stahl und Kies. Und Plattenbauteile. Aber kein Beton. So, kein Zement, nichts. Okay. Ja gut, auf jeden Fall wird das wohl sein. Jetzt will ich mal kurz den Unterschied sehen zwischen Holzgleise
Da brauchen wir Bretter, Stahl und Kies. Mal kurz, das ist jetzt ungefähr die gleiche Strecke, ne? 54 Meter. So, also für diese Betongeschichte brauchen wir 2,2 Tonnen Stahl, 2,4. Also von den Kosten her wahrscheinlich eher fast gleich, ne? Obwohl Plattenbauteile teurer sind wie Holz, ne? Ja. Und von der Dauer 32 Tage, 34 Tage? Ja. Wird wohl irgendwie auch so gleich sein, ne? Ja, die Länge passt jetzt nicht ganz. Aber mal gut zu wissen, wie der Unterschied ist. So, abreißen. Ja, reiß das mal ab hier. So. Also hier in diesem Eisenbahnbauamt. Was müssen wir eigentlich alles da hinbringen? Wir müssen ja jetzt nicht alles. Wir müssen ja keine Bretter und Ziegel hinbringen, ne? Wir brauchen Stahl, wir brauchen Plattenbauteile und... Elektronikbauteile brauchen wir auch nicht. Aber Treibstoff brauchen wir. Okay. Komm, das ist erstmal das Erste, was wir machen, glaube ich. So. Verteilungsbüro hat 16 Aufgaben schon. Krass. Verteilungsbüro soll hier und hier jeweils erstmal Treibstoff hinbringen. Wie gesagt, das ändern wir noch alles, ne? Entladen, Treibstoff. Jo, alles klar. Ist in Mache. Also Treibstoff haben wir. Ja, Elektronikbauteile brauchen wir wahrscheinlich nur, wenn wir uns für Betongleise bauen. Also so elektrische Dinger. Wie sehen die denn aus? Also mal gucken. Ah, okay. Für so Elektrozüge halt, ne? Ja gut, brauchen wir nicht. Treibstoff kriegen wir. Was ist das hier? Diesem Gebäude zugewiesene Baustellen. Ach so. Alles, was grün ist. Ja, macht Sinn. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Klamotten hinbekommen. Brauchen so ein Verteilungsbüro, ne? Tja. Ich möchte eigentlich keins von denen hier nehmen, oder? Ich weiß nicht. Ey. Dieses Verteilungsbüro... bringt ja eigentlich die Klamotten. Ha, das macht dann auch eher weniger Sinn, ne? Weil das hier haben wir ja gebaut hier, dieses Lager, Freilager und so haben wir gebaut für die Bauindustrie, ne? Aber ich sehe gerade, es ist sowieso nicht viel los hier, ne? Wir machen das jetzt einfach so. Wir sagen diesem Verteilungsbüro, dass die bitte hier... So, diesen Eisenbahnbauamt entladen. So, Kies soll hier hingebracht werden, ja. Stahl, Plattenbauteile. Mehr eigentlich nicht, ne? Achso, wir machen mal eine Nummer. Ein bisschen mehr Gas hier. So, dann sollten die normalerweise... Wo fahren die jetzt hin? Großes Zollhaus. Ach so, die kaufen da hinten, ne? Ah, sollte ich das umstellen? Jetzt fahren die von hier bis da hinten hin und... Ah. Ja, das haben wir gemacht, damit wir das entlasten, ne? Jetzt kaufen die von da hinten und fahren das hier hin. Das macht total Sinn, was wir da machen. Normalerweise müsste ich sagen, dass ein eigenes Verteilungsbüro hier die Klamotten wegnimmt. Na, ist egal. Wie wir es machen, ist egal. Auf jeden Fall kostet das eine Menge Geld. Ja, wir lassen das erstmal so laufen. Das macht gerade wenig Sinn, aber... ich weiß noch nicht, wann wir diesen Frachtbahnhof bauen sollten. Da hätte ich auch mega Bock drauf. Bringt uns jetzt gerade nicht viel. Weil bis wir diese ganzen Gleise hier gebaut haben, wird das wahrscheinlich ewig und 3 Tage dauern. Ah, okay. Der bringt hier hin. Was macht er? Achso, die bringen hier jetzt erstmal Treibstoff hin, ne? Ja, ja.
Hier ist hier auch schon Treibstoff. Hier ist auch schon Treibstoff. Schön. Benötigt Gleisbauzug. Ah, genau. Da ist ja auch was. Genau, da. Wir brauchen jetzt... wir brauchen jetzt einen Zug, der die Gleise baut. Und zwar, wenn ich mich so richtig erinnere, können wir den hier im großen Zollhaus kaufen. Ne? Neues Fahrzeug kaufen. Oha, wo finde ich den nochmal? Gleisbau, verladefähig, genau. So, jetzt haben wir hier zwei Züge zur Auswahl. Was? Der hat 8 Meter Länge, der hat 8 Meter. Äh, 81 kW, 77. Warum ist der teurer? Leergewicht 10 Tonnen. Ist der besser? Ich weiß es nicht. 1968 bis 1997. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir nehmen den hier. Ja, ich glaube, ja, wir nehmen einfach den. Und zwar ist es jetzt so, dass wir diesen Zug gekauft haben, aber der quasi ja hier drin noch ist. Ne? Den müssen wir jetzt mit einem LKW von hier aus abholen und dann hier hinbringen. Oha, hier kommen die ersten Klamotten an. Schön. Schön, schön. Ah ja. Kies ist da. Alles da. So, jetzt müssen wir uns noch so einen coolen LKW kaufen, den wir hinterher noch für irgendwas anderes benutzen können. So, neues Fahrzeug kaufen. Wir brauchen jetzt einen nicht abgedeckten, sondern einen offenen LKW. Da würde ich gerne schon den großen nehmen, weil kann Fahrzeuge auf Ladefläche laden. 27 Tonnen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ne? Wir bräuchten eigentlich einen, der mindestens nur 10. Oha, der hat 18 Tonnen. Aber den hier, den finde ich eigentlich ganz cool für, was? Weil den können wir hinterher noch in irgendein Verteilungsbüro reinpacken. Sehr cool. Genau, die Straße möchte ich hinterher auch noch ausbauen, ne? Ja, das macht Sinn. Vielleicht können wir das nebenbei laufen lassen, dass wir diese Straße hier einfach zur Kiesstraße umbauen. So. Zugewiesene Baubüros. So, ist ein Macher, ja? Ach, hier hat er ein Kieslager, okay. So, wie sieht das aus mit dem Geld? Alles cool, ne? Zufriedenheit steigt. Alles. Wir machen anscheinend alles richtig gerade. Oder auch nicht. So, wo bleibt unser LKW denn? Ist der schon da? Nee. Was machen unsere Häuserchen hier? Oh, hier wohnen schon 11 Leute. Hier wohnen schon 45. Konnte keine Kneipe besuchen. Aha. Ah, das ist schlecht, ne? Hier konnten einige auch nicht essen, oder einer. Konnten keine Kneipe besuchen, das ist schlecht, ja. Hm. Durst soll wohl schlimmer sein wie Heimweh, deswegen bauen wir ja, so eine Kneipe jetzt. Bau fortsetzen, so. Aber ich sehe gerade, hier ist gar keine Kiesstraße. Das machen wir vorher. So, damit das hier ein bisschen besser aussieht. Zugewiesene Baubüros. Achso, ist schon. Alles gut. So, LKW, wo bist du? Da ist er. Wow, der ist so lang. Der passt hier kaum, der passt kaum rein hier. Okay, jetzt müssen wir sagen, dass dieses Fahrzeug soll hier beladen, ja, Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge, was? Ausgewählte Fahrzeuge. Nur Fahrzeuge entladen. Neue Fahrzeuge ent- oder laden, weiß ich nicht. Achso, gebrauchte oder neue. Ah, okay. Ja, ja. Auf jeden Fall
sollst du da den Zug einladen, aufladen, wie auch immer, und uns den hier hinfahren, bitte. Zu unserem Eisenbahnbauamt. So. Fahrzeuge. Alles klar. Achso, wir müssen denen noch sagen, dass er starten soll, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt. Lasst uns einfach mal mit den mitfahren. Wir beobachten den mal. Was er macht. Ich hoffe, er macht es. Aber bekommt er auf seinen kleinen Anhängerchen hier so den ganzen Zug drauf? Ich weiß es nicht. Vielleicht schneiden die den ja in der Mitte durch. Die eine Hälfte kommt hinten, die andere Hälfte kommt vorne. Ich weiß es nicht. 3000 Einwohner haben wir. Oh, sehr cool. Ist ganz schön was los hier auf der Straße. Stehen wir auch noch im Stau hier. Ist das schrecklich. Ah, wenn wir das mit Zügen machen, wird das hier wahrscheinlich weniger werden. Wann darf er denn mal fahren? Achso. So. Jo. Ist ja klein. Damit wollen wir die Gleise bauen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Da können wir den blau-rot machen. Schön. So, wo fährt er jetzt hin? Der will jetzt den nächsten Zug holen, ne? Aber da ist ja gar kein Zug. Also den Zug hat er anscheinend abgeladen, ja. Den LKW benötigen wir erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, dass wir den... wo packen wir den hin? Depot oder Arbeitsplatz wechseln. Dahin. Alles klar. Fährt er jetzt auch dahin? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er macht was, was wir ihm gesagt haben. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier einen... Keine Arbeiter haben wir. Aha. Elektronikbauteile. Nein, die möchte ich doch gar nicht hier haben. Ziegel auch nicht. Bretter auch nicht. Oh, da haben wir was verkehrt eingestellt. Ah, oder? Eisenbahnbauamt. Entladen. Kies. Stahl. Plattenbauteile. Wir haben doch jetzt nur diese drei Sachen hier angeklickt. Dass der das entladen soll. Der soll doch keine Ziegel und keine Elektronikbauteile. Wer entlädt denn einfach da Ziegel und so? Kann mir das mal einer sagen? Warum ist denn das so? Gut, was wir jetzt noch brauchen, sind Arbeiter. Und jetzt... Tja. Ich möchte ungern unsere Arbeiter aus unserer Stadt nehmen. Wir kaufen uns jetzt erstmal zwei Busse. Die müssen auch eigentlich nicht wirklich groß sein, denke ich mal. Mal gucken. Ein Bus. Ja, so große brauchen wir nicht. Ich möchte irgendwie was Günstiges haben. Für 10.000. Was ist das denn? Kleinbus. Mit 7 Passagiere. Naja, das ist mir zu klein. 7. Gibt es da auch noch irgendwie so... Hier passen 11 rein, okay. 32. 40. Ich weiß ja nicht. 32 oder 11. Der kostet nur 3.480. Nochmal kurz rüberschielen. Wie viele Arbeiter passen da überhaupt hier rein? 25, okay. Mhm. Ja, dann machen wir das, dass wir diese Elfer da kaufen. Nochmal. Neues Fahrzeug kaufen. Bus. Na. Gesamtkapazität. Ja, wir kaufen zwei. Aus Jugoslawien kommen die, okay. Von 19...
74 bis 85. So, und mit den beiden Bussen werden wir... Ja, wir werden die vom großen Zollhaus die Arbeitskräfte, glaube ich, kaufen. Erstmal. Ich möchte die eigentlich... Nee, das machen wir nicht. Wir schicken die zwei Busse nicht noch extra nochmal in unsere Stadt. Die haben wir schon so wenig Arbeiter. Wir lassen das erstmal so laufen. So. Und dann sollte normalerweise, weil die Materialien sind ja da, sollte es normalerweise so sein, dass die Gleise gebaut werden. Hoffentlich. Achso. Wir hätten auch noch einen zweiten. Hier, wir hätten auch noch einen zweiten Zug bauen können, ne? Oder kaufen können. Komm, das machen wir mal. Jetzt haben wir diesen MUV 69 gekauft. Jetzt nochmal kurz pausieren. Gebrauchtfahrzeuge. Gleisbau. Was ist das hier? 29 Tonnen wiegt der. Tunnelbohrmaschine. Aha. Leergewicht 510 Tonnen. Achso, den können... Ich weiß gar nicht. Können wir nur hier kaufen, oder? Nee, komm, wir holen uns einen neuen. Ist egal. Wir holen uns den. Da, verladefähigen. Jetzt haben wir den haben wir gekauft. Jetzt will ich aber gerne mal den hier kaufen. Einfach nur zu gucken, wie die so aussehen. Jetzt haben wir aber unseren tollen... Wo ist er denn? Da. Oh, was ist hier passiert? Unser Müllwagen ist kaputt. Da muss man in der Werkstatt. Sag mal. 11 Monate und 27 Tage. Achso, der geht bald zum TÜV. Alles klar. So, da ist unser erster kleiner Flitzer. Forschungsprogramm abgeschlossen. Wir pausieren jetzt erstmal. Und zwar, dieser kleine Bus soll uns hier beladen. Passagiere nicht, nein, Touristen auch nicht. Kinder ohne Abschluss, nein. Nur Arbeiter. Der soll uns Arbeiter hier holen und die hier hinbringen. So machen wir das. Und starten. Jetzt nochmal kurz zurück, bevor der abhaut. So, du sollst das gleiche tun. So, jetzt wollen wir unseren neuen Zug noch abholen, ne? Oh, 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 ich bin gespannt. Wann kommt der erste Bus... Was habe ich denn jetzt geklickt? Wann kommt der erste Bus an? Wo ist der? Da warten die beiden. Achso, nochmal kurz Stopp machen. Forschungsbaum, ne? Wir haben hier die Geologie. Was wollen wir denn als nächstes forschen? Ich weiß es gar nicht. Plastik? Nein. Ingenieurswesen. Nutzung von Rundfunk. Achso, mit Radio und so, ne? Ja komm, das machen wir einfach mal. Das forschen wir jetzt. Was macht unser... Bei 66% Parteizentrale, okay. So, ich will dabei sein, wenn unser Zug das erste Mal rausfährt und unsere Gleise baut. Mal gucken, ob das so klappt. Boah, Stahl. 62 Tonnen Stahl ist hier. 11 Arbeiter hat er abgeholt, okay. Aber es passiert nichts. Doch, da kommt was raus. Oha, es bewegt sich. Tatsächlich. Das ist ja geil. Zu viele Kriminelle. Wir haben zu viele Kriminelle.
Ja, ist egal. Ich will sehen, wie der die Gleise baut. Das ist ja geil. Oha, geht richtig ab hier. Wie? Das will er wieder zurückfahren. Warum denn das? Beladen von allen. Keine Arbeiter. Ja gut, das kriegen wir hin. Jetzt hat er tatsächlich schon ein paar Meter gebaut, ja? Das ist ja geil. Er bringt schon wieder Stahl hier hin. Wo bleiben die Busse denn? Da ist er. Ist einfach zu interessant. Ach so, da, man sieht die fertigen Gleise. Wie geil ist das denn? Aha. Elf Arbeiter haben wir. Wo bleibt denn der nächste Bus hier? Da. Elf Arbeiter. Hä? Kann man diesen Zug nicht größer haben? Das wäre doch viel geiler, wenn der so fünf Waggons hätte, oder nicht? Weil wenn der ja leer ist... Ich verstehe, wenn der leer ist, dann fährt er wieder zurück und holt sich die neuen Klamotten, okay? Hm. Wir haben aber dafür noch einen zweiten, ne? Wo ist unser LKW? Da. So, du sollst bitte hierhin beladen Fahrzeuge und das bitte hier hinbringen. Entladen und fertig. Jetzt will ich gerne nochmal gucken, ob der andere irgendwie größer ist oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er größer ist. Okay, der baut jetzt hier die Gleise. Also die erste Baustelle hat er quasi fertig, ja? Die Strecke hat er fertig. Ja, wir müssen noch dieses lange Zugdepot auch noch bauen. Mhm. Also, Leute, ich hoffe, dass ich hier alles so richtig gebaut habe mit diesen Gleisen. Wo bleibt denn unser LKW? Steht er im Stau? Da ist er! Da ist er! Naja, ist auch nur so ein kleines Ding hier, ne? Wir fahren mal wieder mit. Schön. Jetzt haben wir zwei verschiedene Bauzüge. Das hat uns, eine Menge Kohle gekostet. So, entladen und fertig. Alles klar. Ja, dann kannst du doch wieder hier, da arbeiten und fertig. Und wir gucken uns an. Oder ist es überhaupt möglich? Also normalerweise müsste es doch möglich sein, dass zwei solche Züge rausfahren, oder? Ah, jetzt sind hier keine Arbeiter. Okay. Ja, zwei Züge sind auf jeden Fall da. Was macht er? So, da kommt ein Bus. Weil dann würde ich sagen, dass wir das einfach so nebenbei laufen lassen, ne? Mit diesem Gleisbau. Hat er jetzt hier Arbeiter hingebracht? Ja. So, ein Zug fährt raus und baut. Und der zweite nicht, oder wie? Doch. Sehr geil. Gut, die arbeiten sehr langsam, ne? Weil halt so wenig Arbeiter hier sind, ne? Ich denke mal, wenn hier 45 Arbeiter sind, dann geht das zack, zack hier. Ja gut, das können wir ja so weiterlaufen lassen. Da bin ich erstmal zufrieden. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, dass ich zur nächsten Folge vielleicht dieses Zugdepot baue, ne, dass wir in der nächsten Folge das Zugdepot haben und dass wir vielleicht diesen Frachtbahnhof schon haben. Aber wenn ich sehe, der Frachtbahnhof wird uns auch ein bisschen was kosten, aber das lange Zugdepot noch viel, viel mehr mit 30 Tonnen, okay. Aber das sollte ich hinbekommen, liebe Leute. Ja, falls euch gefallen hat, dürft ihr wie immer einen Daumen nach oben da lassen.
Denn wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Aber wir können ja zufrieden sein, ne, wie es läuft. Okay, Änderung der Zufriedenheit geht runter. Warum auch immer. Aber wir haben 3000 Einwohner, das mit dem Geld läuft. Schön. Gut, liebe Leute, wie gesagt, nächste Folge geht's weiter. Gesund bleiben und so. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.